Nach dem tragischen Unfall von seinen Eltern hat Oskar X nun niemanden mehr auf dieser Welt. Oskar X ist verzweifelt. Seine silberne Latexhülle ekelt ihn an. Er will seinen Vater riechen, versuchen, Mensch zu sein. Aus, du! Die Wohnung wird zwangsgeräumt und Oskar X fliegt raus. Was soll aus dem jungen Androiden nun werden? Er ist allein, ganz allein. Ich bin nichts. Ich bin niemand. Niemand hat mich lieb. Ich brauche einen neuen Menschen. Vielleicht nicht. Die sterben einfach. Ich habe gleich eine Wohnungsbesichtigung. In der Wohngemeinschaft. Maria und Josef. Oskar X läuft die Treppe hoch. Ist diese Tür sein Fenster ins Glück? Hallo Oskar, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, ich bin Oskar. Hallo Oskar. Komm noch rein. In Oskar X Datenwelt braut sich etwas zusammen. Also, der Josef und ich, wir suchen jemanden für unsere WG. Ja. Aha. Ihr seid also ein Paar, ja? Und ihr braucht jemanden, damit ihr in der Wohnung bleiben könnt. Ich habe aber nichts. Ich habe kein Geld. Es gibt kein Hartz IV für Androiden. Ich habe nichts. Gegensätze ziehen sich also wirklich an. Du, Josef, du bist bei den jungen Liberalen aktiv, hä? Und du, Maria, du hast bedingungsloses Grundeinkommen bei Facebook geliked. Ihr müsst euch ja sehr mögen, hä? Junge Liberale? Ha! Und Josef, du warst sogar in der Burschenschaft. Na? Rechter Flügel? Irgendwo ein paar Schmisse? Was? Also, danke, Oskar. Schön, dass du da warst. Wir rufen dann an. Ja. Tschüss. Ciao. Ich habe die Spannung im Mitspieler sofort gemerkt. Die wollten mich ausnutzen. Und dann sind die noch vegan. Ja, mein Wurstwasser kann ich mit dir nicht teilen. Okay, ich habe ein bisschen überdatet. Ein bisschen durchgedreht, aber ich bin ein Datenarschloch. Ich bin ein Datenarschloch. Oh, komm, geh weg. Komm, lass mich in Ruhe. Für unsere Kameras wird es immer schwieriger, Oskar X zu begleiten. Langsam driftet er in die Unterwelt ab. Wer soll ihn retten? Abfindungsbranntwein. Wodka-Wurst. Wer will schon mit dem Androiden zusammen wohnen? Wird Oskar X zum Datenarschloch? Na, du geile Steuerhinterzieherin. Ja? Die speichert gelöscht. Das Schicksal soll Oskar X noch härter treffen. Er wird obdachlos. Maria und Josef werden sich nie bei ihm melden. Er ist ganz unten. Oskar X will aus dieser Welt entfliehen, sucht den Kick, will einfach nur vergessen. Komm her.
Er wird vom Daten-Junkie zum Drogen-Junkie. Wird er den Absprung schaffen? Mann, ey, das ist keine Honigmelone, das ist ein Gouda. Die Welt ist eine Illusion. Nur Daten sind echt. Daten sind die Welt. Und dann kommt Josh. Hi! Hello! Yeah, cool. Wie geht's, man? Huh? Alles klar, mein Freund? Yeah? Cool. Ich heiße Josh. Ich bin Oscar X. Oscar X, cool. Yeah, good. Hey, du brauchst Hilfe, oder? Ich bin ein Street Motivational Trainer, ein Life Coach und obdachlos. Wenn Leute richtig weit unten sind, fängt meine Arbeit an. Hey, okay, so, sag, ich bin cool! Ich bin cool. Ich bin cool! Ich bin cool. Ich bin gut! Ich bin gut. Heute ist toll! Heute ist... Ich hab schon viele Leute gesehen, die nicht mehr können. Aber Oscar? Oscar ist anders. Etwas funkelt. Ja? Funkelt so komisch in seinen Augen. So politisch. Ja? Oh, wow. Sag mal, was willst du eigentlich? Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht wählen kann. Ich habe keinen deutschen Pass, keine Adresse, genau wie er. Keine Adresse, keine Wahlberechtigung, keine Stimme. Du bist ein Niemand, Oscar, okay? Ein Niemand. Deal with it. Ich bin kein Niemand. Du bist ein Niemand. Ich bin kein Niemand. Ich bin Oscar X. Ich bin Oscar X. Und ich bin kein Niemand. Ich bin Oscar X. Und ich bin kein Niemand. Und ich werde mein X machen. Ich werde mein X machen. Ich bin Oscar X. Oscar X ist ein Stehaufmännchen. Doch wird er es schaffen, sich aus der Obdachlosigkeit zu befreien?